Freunde der gepflegten Unterhaltung, nachdem die erste Limited Edition so richtig heftig bei euch angekommen ist, sind wir mit der zweiten Limited Edition für euch am Start. Zwei neue köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftige Sorten, Arctic Ice und Cactus Kick. Ab morgen, den 13. Juni, für euch erhältlich bei Rewe und bei Kaufland. Wir sitzen hier gerade im Lager. Das ist der letzte Rest, der für euch in die Läden geschoben wird. Wir haben massig Ware am Start für euch. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Geht so schnell wie möglich zu Rewe oder Kaufland und gönnt euch einen neuen Geschmack. Denn erfahrungsgemäß in einigen Läden war es nach einigen Stunden schon ausverkauft. So sehen die fertig gepackten Displays aus. Extrem sexy. Markiert uns bei Gönnergy. Schreibt mir eure Meinung, wie euch die neuen Geschmäcker schmecken. G steht für Gönn. Küsschen aufs Nüsschen. Wie in alten Zeiten damals im Getränkemarkt, da waren die Gerätschaften aber noch ein bisschen kleiner. Aber mit kleinen Dingen kenne ich mich aus. So Freunde, wir haben ein bisschen was hinten drin. Das muss zu euch in den Laden. Ich fahre jetzt gemütlich einen 40-Tonner. Hab überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier mache. Aber egal, Abfahrt. Grüß wir können. So, moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Hoffe, euch geht's gut. Ich mache mir hier einen ganz entspannter Rino. Ah, mit der Unterhose. Ui, ganz gemütlich. Den Unterhosen Sonntag auf den Dienstagabend bzw. Dienstagnacht. Ich muss ja nur oben rum gut aussehen und das mache ich ja immer. Kappa. Wir schauen uns ein neues Video an und zwar von Satter Hugo. Ich will so gerne payen. Jalla. Was sollte ein Rettungsschwimmer beherrschen? Anfahren, abwürgen, liegen bleiben, abschleppen. Ja, liegen bleiben. Abwürgen. Abwürgen! Weil er wirkt. Ab! Kommt Wasser wieder raus. Nennt man das Abwürgen? Ja, ja. Ich hätte es nicht Abwürgen genannt, aber ja. Versuchen wir es mit B. Ich hoffe. Also wusstest du das mit D, oder was? Also ich habe mir irgendwie schon gedacht, aber Abwürgen hat so logisch angehört, weißt du, weil er wirkt so ab. Warum lasse ich mich immer so verunsichern von dir, Digga? Ey, meine Fresse. Was läuft? Willkommen. Wer mit Millionär mit AU hat richtig Spaß gemacht. Und auch nochmal ein kleiner Hinweis für die Leute, die das Video schauen. Regelmäßige Streams werden wieder bald kommen. Die aktuelle Thematik hier mit eigener Bude und Probleme habe ich euch ja jetzt schon mehrfach erklärt. Muss ich jetzt nicht nochmal machen. Für die Leute, die es nicht wissen, irgendjemand wird euch mit Sicherheit in den Kommentaren aufklären. Aber die neue Location, die neue Zentrale steht demnächst. Ursprünglich wollte ich da ja gar nicht viel basteln. Jetzt wird da doch noch ein bisschen was gebastelt und zum Ende des Monats sollte das alles erledigt sein. Ich bin sehr gehypt. Bin auch ehrlich, die Offstream-Reactions sind zwar okay und es macht auch Spaß, aber mir fehlt der Chat. Mir fehlt es dabei, auf den Chat zu gucken, mit euch zu interagieren. Mir fehlt das Stream, aber aus gegebenen Anlass, und ich glaube, das kann jeder eigentlich nachvollziehen, fällt es halt aktuell flach. Ne? Und zum nächsten Video. Leute, es gibt 100 Euro für den besten Fußballsong. Keine Hymnen, irgendein Fußball-relateder Song muss es nur sein. Aber wir müssen uns mit Spotify verbinden. Du wirst jetzt denken, ich bin verrückt. Ich habe kein Spotify-Premium. Ich war jetzt schon 5-mal beim Sport und mach einen Song an und dann kommt immer ein anderer. Ich schwöre, das ist neu! Digga, wir haben einen Podcast seit 3 Jahren. Und dann war der falsche, ich drück Skip oder so, du hast 6 Skips die Stunde auf. Boah, Spotify Premium ist doch Standard. Also ich kann auch ehrlicherweise nicht verstehen, Leute, die Apple Music bevorzugen vor Spotify. Ich weiß nicht, Spotify. Alleine schon mit lokalen Dateien und ähnliches finde ich Spotify viel cooler, dass ich mir Musik, die es zwar bei Spotify nicht gibt, trotzdem über den PC in meine Playlist tun kann und dann außerhalb hören kann. Also, ja. Aufgebraucht, da konnte ich irgendwie gar nichts mehr hören. Ey, das ist krass. Teenage Dirtbag, wer ist es? Der Schalke 04 Knecht. Slash, Bann, gesperrt. Was ist das? Was ist denn das jetzt? Ein Bruder, der König mit Fragen löchern will. Ja, sie kaufen Tapes, dass der Server spinnt, weil Hame den Schier bei den Hörnern ist. Haben die selber eingeschickt oder so? Was soll das? K1 featuring Shindy. Warte bitte auf den Shindy-Part. Was geht? Deutschland zeigt dir mit uns down. Ey, und wenn man sich das... Wisst ihr, von wo das ist? Das, der originale Song ist von Daspo, Tüllich, Tüllich, sicher, Digga. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen, bei dem die Ladies alle schütteln und irgendwie so. Wenn das jetzt anhört, 12 Jahre später, wie Shindy klingt, ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Das ist der offizielle EM-Song dieses Jahr. Bro, ist der Arsch. Für die gesamte EM. Bro, das klingt wie ein NCS No-Copyright-Song. Das ist doch alles gekauft mit der Musik. EM-Musik und so war größtenteils immer Bullshit. Bro, der hat eine Küchenrolle geraucht. What the f***? Da rauchst du doch einen Monat dran. Digga, dafür kannst du Stadionverbot kriegen. Das ist Pyrotechnik.
Ich glaube, Sascha will auch eine kalte Cola Zero. Hab ich leider nicht, ich hab nur normale. Nur normale? Hast du noch eine Cola Zero? Ich hab echt keine. Cola? Hey, du trinkst das doch den ganzen Tag. Digga, weißt du, warum ich das den ganzen Tag trinke? Die ist zum Beispiel hier irgendwie 10 Tage alt. Nein. Ich trinke immer nur einen kleinen Schluck. Max? Ja, Trinkpause. Ja, Trinkpause. Das war so ein legendärer Clip von Trimax, Digga. Willkommen zum heutigen Livestream, Bro. Es fühlt sich an, als wäre ich irgendwie 4 Wochen weg gewesen. Wir sind live aus Mexiko, Ladies and Gentlemen. Guckt Hallo. Euch die View an hinter uns. What the f***, Alter. Wir werden heute ein bisschen die Stadt unsicher machen. Wir sind in Texas gelandet und no joke, es hat keine 2 Minuten gesehen, da ich den ersten Cowboy-Hut gesehen. Ne? Ey, das ist doch geil. Kann ich um die Kamera machen? Guckt euch das an, das ist doch Scheiße. Mikro, Digga. Mikro. Freunde, guck dich an, wen wir dabei haben. Wir haben Olle Fiete mit dabei. Digga, der zeigt doch jetzt in der ersten. Dieser hatte gerade offstream im Fahrstuhl gesagt, dass er mir heute ab und zu mal so kleine Fußballfragen reinschummeln wird. Sind wir so low-key auch bei einem Fußball-Event? Low-key? Wir sind high-key bei einem Fußball-Event. Sag mir mal, welches Team ist das? Kiel. Oh. Bitte sag mir, ist es Kiel? Ist es Kiel? Ja. Den Clip habe ich schon gesehen, da hat es so echt gekracht, Digga. Oder? War das ein echter Call gerade? Krass, er hat einfach richtig geraten. Oh, okay. Ja, ich meine, wäre auch kacke, wenn. Ich meine, du spielst ja da, wäre ja scheiße, wenn du da nicht dein. Hat Fiete Arp nicht auch ganz oder längere Zeit bei HSV gespielt oder nicht? War so ein Ultratalent, Nachwuchstalent irgendwie bei HSV? Das war doch irgendwie so, naja. Das anhitzt. Ja. Digga, dieser spielt das einfach in der ersten Bundesliga-Chat. Checkt ihr das? Auch Basti hat geschrieben, ich liebe es jetzt schon. Wait, das ist nicht Kiel? Oh mein Gott. Alter. Ah, du hast ihn komplett weil er hat sich so gefreut. Ja, stimmt, ey, wäre ja auch voll dumm. Welche Mannschaft ist das? Gib noch einen Basketball? Gib noch einen Call. Nein, das ist Fußball. Komm mal. Verlängert. Okay, Bro, ich sehe, was der Chat schreibt. In dem Stadion waren wir bei dem NFL-Ding. Gib eine Antwortbuchstabe. T. Tottenham? Alter. Einfach sexy. Ja, zwischen Tottenham und Kiel ist jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied. Easy. Is it easy? Should I try? Escape. Push. Es gibt Push. Push. In Germany we say Push. Ja, yeah, Push. Das ist so ein Hütchenspieler. 1, 2, 3, durch den Kumpel, durch den Ball, durch den Kumpel, durch den Ball. Die machen immer Riesengeld, Digga. Alle vor zu Hause. Nix Foto. Are you scamming? Ist das eventuell in England? Als ich in England war, ich weiß nicht mehr, wie die Brücke heißt, wo wir rübergelaufen sind, die ganze Zeit Hütchenspieler, Digga, die haben so beschissen, die haben den Touristen so das Geld aus der Tasche gezogen, Digga. Ich bin nicht Michael Jackson, hallo? Leute, wir machen ganz kurz ein Bild mit dem Restaurantpersonal. Normale Sachen, also, ihr kennt schon. Ich hoffe, sie hauen unseren Stream nicht durch den Übersetzer, Digga. Imagine, sie hört, dass wir das erst 3,5 aus 10 bewertet haben. Wäre aber auch ehrlich verrückt, wenn auf der ganzen Welt gleichzeitig Nacht und Tag wäre. Bro, Realtor, das wäre so praktisch, das wäre viel geiler. Ja. Andererseits, stell dir mal vor, irgendwann kommen wirklich mal Aliens. Dann könnten die, wenn wir die nachts angreifen, wären halt alle am Schlafen, Bro. So sind immer noch Leute wach. Naja, aber das ist wirklich ein guter Punkt. Das wäre richtig geil, Digga. Aber ist natürlich nicht möglich. Aber wenn auf der gesamten Welt immer die gleiche Uhrzeit wäre und auch gleiche Helligkeit, also Tag, Nacht, das wäre echt cool. Nachtwache. Ja. Herzlich willkommen, hier ist Edis der Schmale im Aluhut-Stream. Ey Leute, ich hab einen neuen Freund, ich schwör, der ist cool. Der geht einfach. Schau mal, wie der geht. Schau mal, der läuft einfach wie Rohat. Ich schwöre, Rohat von hinten. Bruder, ich bin in einem Livestream. Wir sind 12.000 Zuschauer und fahren gerade nach Area 51. Ich gehe nicht davon. Ich hab das, die ganze Thematik gar nicht so richtig mitbekommen. Von aus, dass wir die einzige Spezies im gesamten Universum sind. Davon gehe ich nicht aus. Stell dir vor, Aliens verkleiden sich als Menschen. Das glaube ich aber same, ey. Ich dachte bis vor kurzem noch, dass Mark Zuckerberg, Bro, als er im Gericht war, der sah aus wie ein Alien, Mann. Are the allegations true that you're secretly a lizard? Alter, ich freue mich richtig drauf, dass der ganze Chat voll ist mit Kokoort. Er fährt vor Area 51, wie jeder schon mal gemacht hat und kann da nicht mehr rein. Sag ehrlich, diese POV ist geisteskrank, ne? Digga, hier ist weit und breit einfach ein Dreck. Es gibt mehrere Optionen, was heute passieren kann. Option Nummer 1, wir werden schon auf der Fahrt gepackt. Oh, bitte! Oh, du musst gepackt werden, das Ding ist over. Was war das Letzte, was wir gesehen haben? Er lebt. Ja, ich lebe. Wir waren so... Ich hab da gar keine Ahnung von, muss ich gestehen. An dieser Border und es kam ein Geräusch, so eine Sirene. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehört. Ich dachte, jetzt vorbei.
Der Stream ist doch abgebrochen wegen schlechtem Internet, oder nicht? Da warst du, oder nicht? Ja, da war ich. Das sieht so aus. Und die Schranke war... Was? Digga, ich habe vielleicht eine Bildungslücke, aber ich habe keine Ahnung. Area 51, was ist das? Sanitärsperrgebiet. Okay, gut. War auch oben, ne? Wie viel hast du das Gott, was ausgibt? Ich glaube so, 4.500. Das ist sehr viel Geld, aber für ein Supercell-Game noch überschaubar. Clash Royale, 20.000. Clash of Clans, 130.000. Heyday, 80.000. Probier nochmal aufzuladen. Ich weiß, dass es nicht geht. Ich muss Apple anrufen, dass sie mir das jetzt kurz fragen. Ich fühle da Max so, Digga. Ich sag ehrlich. CSGO-Zeiten, Digga. 95% Case-Opening, 5% Gameplay, Digga. Ist aber auch genau mein Spielstil, den ich mag. Einschalten sollen. The purchase could not be completed. For assisted contact, iTunes Support. Na, dann tun wir das. Ihr sagt aber, es ist einfach. Du paste einfach in jedem Game rein und gut ist. Komm erstmal an 4.000 kanadische Dollar ran. Dann lad das erstmal auf. Bau dir das mal auf, das System. Und dann wirst du die ganze Zeit gesperrt. Oh, die war super. Gibt nichts Nervigeres, als in solchen Hotlines drinnen zu hängen, aus was für einem Grund auch immer. Ist das... Ich kann mal schauen, ob ich den Limit erhöhen kann. Gut, das ist super. Wie viel geben die denn im Monat aus? Vielleicht so 8.000 Dollar. Okay, dann lasse ich das ungefähr freischalten bis zu 10.000 Dollar. Oh, super. Bleiben Sie mal bitte dran, ich nehme Sie mal kurz auf Musik. Vor allem, ich sage 8.000, er sagt so, oh, machen wir 10.000. Der ist gut, der ist krass, der weiß direkt, wo wir kompetent hin wollen. Das ist auch so richtige schreckliche Musik, das ist so richtige Radiomucke, ja, ne? Ja. Und egal, was für Musik da läuft, es hört sich immer kacke an, weil über Handy-Lautsprecher. Es hört sich immer an. So laut? Hört ihr, wie das übersteuert? Geh in den Shop, kaufe ein Paket. Der Kauf konnte nicht abgeschlossen werden. Für Unterstützung wende dich an den iTunes-Supporter. Das sind sie. Ich will nur eine Ultratruppe im Spiel haben, ne? Weil sie kann nichts machen, sie kann nur einen Knopf drücken, dann leitet sie es intern weiter und das System sagt ja oder nein. Ich will so gerne Pain. 3 Stunden später. Okay, wir haben ein neues Tablet, App neu runtergeladen, neuer Account, auf Deutsch gestellt, PayPal verbunden. Ich bestätige, dass mein Kauf, dass ich nicht mehr studieren kann, ja, kaufen. Ja! Holy shit! 3 Stunden, 10 Minuten! Oh mein Gott! Du bist jetzt Startler. Alter, 2,5 Millionen Coins. Los. Jetzt ist es offiziell der beste Pay-to-Win-Spieler der Welt. Ich weiß jetzt alles auswendig. Der Apple-Support könnte mich anrufen, wenn jemand Fragen hat. Der Test ist crazy, mach mal. Jetzt noch genauer, unser Dialekt-Test weiß, woher sie stammen. Wählen Sie Ihren Test hier. Behältnis für Schreibbooten, Sensi... Was? Nein. Also, Matchen auf die 1, aber Bruder, was ist Schreibbooten, Sizilien? Was ist das? Schreib, was soll das sein? Utensilien. Ah, Schreib. Ach so! Oh mein Gott. Behält Schreibutensilien? Ich hab's. Schreibutensilien. So toll. Boah, ich muss los. Ich hab's auch falsch gelesen. Ja, war ein ganz cooles Video, würde ich sagen, ne? Kommt man sich auf jeden Fall ganz gut reinziehen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Bleibt gesund und munter. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao.